Heute haben wir wieder eine Pistole. Und zwar habe ich die ausgeliehen bekommen von einem Freund. Wie man schon sieht, das ist eine Beretta. Und zwar die SOCOM Mod M9. SOCOM ist ein Rebranding von WE. Also das ist alles WE-Teile. Das ist auch alles mit WE kompatibel und kann auch mit WE-Teilen repariert werden. Es sind sehr schöne Markings am Frame sowie am Schlitten. Hier sieht man jetzt eben SOCOM. Diese Markierungen sind nicht eingelasert, also sind eingelasert und zwar silbern, was einen sehr schönen Effekt gibt mit dem Tarn. Zerlegen, wie man mit einer M9 wahrscheinlich schon die meisten kennen. Man legt diesen Hebel, man drückt hier den Knopf und legt diesen Hebel um. Der Schlitten hat sich schon bewegt und jetzt kann man ihn einfach abziehen. Hier wäre das Innere, Blowback Housing, die Blowback Feder, die kann auch einfach hinausgezogen werden. Also man drückt sie nach hinten, nach vorne und dann rotiert man ihn auf die Seite. So auf die Art. Und dann kann man ihn einfach nach hinten rutschen lassen. Und hat man die Blowback-Feder bereits entfernt. Den Lauf nach vorne schieben und dann nach oben hinausheben. Dann haben wir den Lauf hinaus und dann ist hier schon die Blowback Housing mit Nozzle und allem weiteren, falls man das mal reparieren sollte oder müsste. Oder wenn man es natürlich auch schmieren will. Das Ganze sollte immer wieder mal geschmiert werden oder am besten Fall eben komplett entfettet werden. Schmieren, über Nacht einlegen lassen und dann wieder zusammenbauen. Also ich baue das Ganze jetzt nochmal wieder zusammen. Eben einfach den Lauf wieder hineinfallen lassen, die Blowback-Feder einfedern und dann in die Öffnung hineinfallen lassen und dann ist das Ganze wieder zusammen und dann einfach den ganzen Schlitten wieder rüberfallen und den Knopf. Nein, wie war das nochmal? Man drückt ihn auf die Position und dann lässt man den Hebel einfach nach oben fallen und dann ist das Ganze wieder zusammengebaut. Das Ganze ist nochmal Ding. Die Submod hat natürlich noch ein 20mm Rail und das Ganze ist hier mit diesem M6 Clone absolut kompatibel. Also Taschenlampen oder Lasereinheiten sind ohne Probleme auch zu installieren.